Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator 2015. Wir machen weiter mit unserer Baustelle. Ja. Wir holen jetzt noch die letzten vier Paletten ab, kippen sie einfach auch nochmal ab, so wie jetzt in der Folge zuvor. Aber ich sag doch, die mache ich jetzt aber auch nur erstmal schnell, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil es ist halt früh. Ich nehme gerade wieder, bevor ich zur Arbeit muss, auf, weil ich ein bisschen früh aus Bett war schon wieder. Konnte nicht mehr pennen. Erstens dritte und zweitens, einfach aus dem Grunde, ich habe keinen Bock jetzt extra nur dahin fahren und abladen, extra mit einem Bagger dahin zu transportieren, weil ey, wenn ich da nicht baggern muss, dann brauche ich den da nicht vor Ort. Und von daher, das ist ja auch meine erste Anschaffung dann auch sein. LKW mit Ladekran. Schon fest. Also meine erste Anschaffung wird die Pritsche mit Ladekran sein. Kostet glaube ich 85.000, also mit mir aber. Ja, mal kicken. Nach dem Auftrag haben wir ja ein bisschen was. Will mich das Spiel gerade ein bisschen verarschen. Wo hakt denn das da, Alter? Irgendwie hakt das gerade, ja, aber ganz gefällt dir das Spiel. Mann, jetzt hör doch mal auf zu lecken hier, Alter, ey. Boah, das nervt ja. So ein Dreck wieder gleich hier so am frühen Morgen. Ups, schützt doch ja nicht drauf. Ah, die scheiß Maus ist schon wieder im Bild, ey. Jetzt lasse ich die Maus da. Mann, Alter, jetzt juckt mir die Nase, ey. Das ist so. Boy, das ist ja zum Kotzen. Wenn irgendwie die Nase juckt oder irgendwas in mir Gesicht juckt. Oder so wie in einer Folge vorhin. Im Vorfeld. Dann das scheiß Ohr. Das Problem ist, da muss ich erstmal ein Stück weit das Headset verschieben und alle so eine Späße, ey. Jetzt juckt mir der Arm, ey. Meine Fresse, ey. Letzte Palette.
dann haben wir den auf drauf, fertig. Eins, was sie hier nochmal also ich finde, was sie jemand ganz dringend gesagt verbessern müssen, ich eins, das gibt ja so einige Sachen, ne? Aber was ganz dringend für immer verbessert werden sollte, ist das die physikalischen hier sind das physikalische in Sachen Paletten. Weil so schnell und so leicht wie die Paletten hier fallen und kippen und rutschen, ist nämlich in Wirklichkeit nicht. Ja, also. Da müssten ja die Paletten bei uns ja auch schon vom LKW gerutscht sein. Wenn wenn wir aufgeladen haben und er vielleicht bloß mal schnell zur Seite gefahren ist wegen Pause oder so. Machen wir ja manchmal auch, dann laden wir schnell schon auf. Und dann wird der LKW in seine Ecke gestellt. Wegen Pause. Naja. Und da, wegen ein paar Meter da ist ja dann wirklich bloß so 20, 30 Meter einfach bloß vorwärts fahren. Da rutschen ja die Paletten auch nicht gleich wie sonst wie weg. Die rutschen ja nicht. Die rutschen höchstens, wenn er, wenn hier ein Schaf gebremst wird, dann rutschen sie mal. Oder wenn man fährt wie eine Axt im Wald, aber bei einer vernünftigen Fahrweise würden die eigentlich nicht rutschen. Die rutschen nicht so schnell, das ist unnormal. So, dann kriegen wir die Beutel fertig. Und nicht schlecht. Wow, 10.000 Aushilfsfahrer. Katsching! Ach, die Bremsen, ey. Ja, dafür kann ich jetzt nichts. Wenn der LKW bremsen würde, wie er soll, dann wäre das jetzt ja nicht passiert. Ladungslose. Ja, da rutschen sie schon. Was physikalisch eigentlich nicht korrekt ist. Schön dran bleiben in dem Bereich. Und jetzt so komischerweise rutschen sie nicht. Da wie die Karre steht, da passiert nichts komischerweise. Ja, normalerweise könnten sie jetzt unter mir rutschen. So würden sie wirklich schon ja nicht mehr halten. Katsching! Katsching! Boah! Gleich mal um zwei Ränge gestiegen. Ja, Sonderauftrag, neues Fahrzeug. Feuerwehrarbeiter ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt Reichweite-Problem ist. Mit meinem Aufnahmeprogramm sehe ich das leider nicht. Guten Tag! Jo. Ja, machen wir. Neues Fahrzeug, einmal. Ah, nö, können wir eigentlich da lassen. Wir können ja so zum Fahrzeughändler. Vom Taxi. Wo ist er denn?
Ach ja. Hallo! Guten Tag, bla 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 bla. Okay. ja. Hm. Der Auftrag nennt sich neues Fahrzeug, gell? Der Teil ist, wir kaufen uns ja kein neues Fahrzeug da, aber. Okay. Den lassen wir noch. So, Meisterlampe. Ich möchte den da gerne kaufen. Hab ich genug Geld? Ja. Kauf dein erstes Fahrzeug. Ja! Yay! Warte mal, wir können ja mal kurz gucken, was die Finanzen überhaupt sagen, weil wir haben ja hier Firma. Nee, wo war das? Einmaliger Einnahmen? Nee. Hä? Ich muss doch irgendwo sehen, was ich aktuell an Kohle habe. Geld verdient? Okay. Brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir nicht, aber das können wir ja. Eigentlich mal in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Aber brauchen tun wir eigentlich nicht. Ich weiß ja eigentlich, wie die Karre funktioniert. Von daher brauche ich es eigentlich nicht. Kann ich noch mal kurz gucken? Wo ist er denn? Da ist er. Warum hier irgendwo mein Geld anzeigt? Nö. Schönes Ding. Ich sehe gerade mein Geld nicht, was ich habe. Aber warte mal, ich glaube, was so weiß unterlegt ist, könnte ich mir holen und alles andere ist grau unterlegt. Was ich mir nicht holen kann. Also den könnte ich mir jetzt hier holen. Brauche ich aber nicht. Was soll ich damit? Aktuell brauche ich ihn nicht. Will ich nicht haben. Mir reicht der jetzt erstmal. Mein Baby. Der Sonne. Für Millennium-Dorf. Also da eine Anhängerkupplung darstellen, Leute. Packen wir den hier um. So. Schade auch finde ist eigentlich, dass man die Farbe der LKWs nicht aussuchen kann. Oder überhaupt der Fahrzeuge. Dass man sagt, okay, meine Fahrzeuge sind jetzt alle, keine Ahnung, blau oder schwarz oder wie's ich. Selbst die Baggers und so, weil in Wirklichkeit kann man ja eigentlich die Baggers auch in anderen Farben bestellen oder bekleben oder wie auch immer. So, ich meine die Baufahrzeuge. So, wir gucken mal kurz, was die Aufträge sagen. Die Aufträge sagen sehr viel. 2 Containerdienste hätten wir hier. Hier wäre wieder Transport, kleine Ziegel, Dachpfannen und Isoliermaterial, also gleich wie eben plus. Jetzt mit einem vernünftigen LKW. Aber ich sag mal, wir gucken uns, glaube ich, dann in der nächsten Folge erstmal den Lehrgang hier an. Der soll ja angeblich 5 Minuten gehen. Ja, mal gucken.
Großer Generator in einem markierten Bereich, Rollrasen, Schnittholz, mobile Toilettenkabine. Ja, das machen wir mal in der nächsten Folge, uns angucken, den Lehrgang. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin, haut da rein, ciao.